Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Es wird Nacht. Wir machen Licht und oh, ich liebe diese Ecke. Aber wir müssen jetzt Aufträge an Land ziehen. Wir haben kein Geld mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Hier, wir nehmen das mit dem Bunker. Das kenne ich schon. Wird ein bisschen anstrengend mit dem Sortieren und allem Pipapo. Aber das gibt gut Geld. So. Ja, da hinten komme ich nicht lang. Man hört's schon, Kakerlaken. Da komme ich nicht raus, dann gehen wir in die Garage. Und von da aus runter. Ein Luftschutzbunker erwartet uns hier. So, als erstes hier mal sauber machen. Gut, das war es auf jeden Fall schon mit sauber machen. Ja, ihr seht es. Sehr lecker wieder alles, was hier ist. Das ist sauber, gut. Ja. Auf geht's, würde ich mal sagen. Das weg, das weg, das weg. Ja, ein Sturmgewehr, alles klar. Ey, du bist krank im Kopf. Aber irgendwoher kenne ich das. So. Das da oben noch. Ist sonst noch irgendwo Müll? Müll? Da ist noch Müll. Das war's, glaube ich, schon. Mal hier ganz kurz reinigen. Und hier ganz kurz durchwischen. Die Kakerlaken machen wir gleich weg. Da oben Spinnweben weg. So, Reinigung 98%. Okay, da ist irgendwo noch was. Das werden wir aber gleich rausfinden, wo. Wir sind jetzt schon bei 3000 mit dem Einkommen. Scheiße, wisst ihr was? Ich kann ja gar nichts kaufen. Fällt mir gerade ein. Scheiße. Macht man da jetzt? Irgendwo ist doch noch was. Hier ist doch irgendwo noch Dreck. Egal. Die Regale kommen erst einmal eins dahin. Ja, leck. Eins dahin. Noch ein. Ach, okay, es hat gespeichert. Und eins dahin. Aber hier ist kein Dreck mehr. Wollt ihr mich jetzt vereimern? So, Müll aufräumen. Wo ist denn hier noch Müll? Ich sehe nichts mehr an Müll. Oder bin ich jetzt blind? Egal. Montiere Geräte. Ja. Gucken, ob ich das überhaupt kaufen kann. Nein, kann ich nicht. Scheiße. Möchtest du den Fortschritt zurückkehren und speichern? Ja. Wir brauchen Geld. Wir müssen was verkaufen. Und das ist gar nicht gut. Scheiße.
Hier, das machen wir erstmal alles weg. Hey. Wir haben einfach zu viel Geld in das scheiß Gaming-Zimmer gesteckt. Scheiße. Es tut mir leid, Monitor. Ich muss dich verkaufen. Ich kauf dich aber wieder neu. Fortsetzen. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Geld. Jetzt können wir das machen. Und dann haben wir wieder, ja, ne? Wisst ihr Bescheid, unser Gaming-Zimmer. Nee, ich will nicht durch diese Kacktür. Komm, lass mich mal runter. Ich verarsche mich doch jetzt nicht hier einfach mal so. Das Spiel verarscht mich gerade richtig hart. Jetzt lass mich doch mal runter, meine Güte. So. Tür zu. Trotzdem ist irgendwo noch Dreck. Ich will jetzt wissen, wo. Wo ist hier Dreck? Hier ist alles sauber. Egal, ey. Das lassen wir jetzt einfach so. Hier, Bad. Kriegst Billigklo rein. Das ist bloß ein Bunker. So, montieren. Genau so muss es bei einem Klo sein. Es muss angeschraubt sein. So, dann Waschbecken. Kriegst du oben ein Billigding rein? Denn ich habe nicht so viel Kohle. Montieren. Rein mit den Schrauben. Waschbecken ran und festschrauben. So. Angesteckt. Und angesteckt. Das und das. Und das Waschbecken steht. Und wir haben schon... Oh, wir kriegen ein Einkommen von 6.000. Ey, Leute. No? Ich kann mein Gaming-Zimmer wieder machen. Hier, wo ist denn die 400? Da. Du hast einen Bunker, also kriegst du eine dunkle Dings hier rein. So, fertig. Das ist erledigt. Gegenstand anbringen. Stromturbine. Alles klar, okay. Stromturbine. Leck mich am Arsch, ernsthaft? Warum? Ich muss schon wieder was verkaufen. Kann ich hier nicht was verkaufen? Hallo, bitte. Es kotzt mich an, zurück zum Büro speichern, ja. Ich hätte das Gaming-Zimmer doch noch nicht einräumen sollen, eindeutig. Ja, Monitor, du bringst am meisten Geld. Bunker fortsetzen. Warum will der einen Stromgenerator da drin? Ist der bescheuert? Und vor allem auch noch so offensichtlich.
Nee, hier komme ich ja wieder nicht durch. Ich glaub, der Dude hat sie nicht mehr alle. So, das Ding setzen wir aber auf jeden Fall da in die Ecke. Strom ohne Häkchen nach oben. Will jetzt ein Generator oder eine Turbine? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Stromturbine. Müssen wir uns merken. Stromturbine. Kaufen. Wie auch immer. Randa. Küchenschrank mit Spülbecken. Wie gesagt, ich kenne das ja hier schon. Ich glaube, ich habe an dieser Aufgabe eine Stunde gesessen. Nur um diese Scheiße hier in die Regale einzuräumen. Ja, was wollte der jetzt nochmal? Gegenstand. Küchenschrank mit Spülbecken. Küchenschrank mit Spülbecken. Schlicht und ergreifend. Ohne irgendwelche Kosten hier. So. Küchenschrank mit zwei Türen. Kriegst du natürlich. Küchenschrank mit zwei Türen. Hammer. Schrank mit hängendem Regal. Kriegst du auch. Ich weiß, welches das ist. Das da. Hehe. So. Ein Etagenbett will er haben. Jetzt haben wir nämlich das erste Problem. Stopp mal. Nee. Stehen lassen. Jetzt haben wir das erste Problem. Ich brauche erstmal Platz für diese Regale. Und das ist einfach nur Scheiße hier. Dahin mit dir. Du drehst dich jetzt bitte einmal und lässt dich hier hinsetzen. So. Jetzt geht nämlich erstmal das Einsortieren los. Diese komischen Eier im Glas kommen hier rein. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Eingelegte Eier? Arscheier? Achseleier? Keine Ahnung, wie man das nennt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht wäre ich da etwas schlauer draus. Jetzt gehst du da rein? Gibt's denn noch mehr von den Arscheiern? Nee, gut, dann nehmen wir jetzt das andere große Gelumpe und stellen das eins darüber. Keine Ahnung, was das sein soll. Das sind irgendwelche kleinen Knubbeldinger. Sieht aus wie Augen, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch scheißegal. So. Davon hat er ganz schön viele. Ist das in Amerika so üblich, dass die sich so. Okay, dass manche einen Bunker haben, das weiß ich ja. Aber dass man da so viel von diesem Einwegessen oder eingelegten Essen oder was das auch immer ist, hat. Soll mir egal sein. Guck mal, du kannst da unten mit rein. Dieses rote Gelumpe kommt da rein. Was auch immer das ist. Ist mir alles egal. Da oben haben wir noch sowas Rotes. Also wenn, dann möchten wir das schon gleich machen hier. So. Und auf den Dosen mit. Auf den Dosen, ja. Auf dem Boden mit dir. So. Jetzt das Ding. Dahin.
Die Lernkanister. Keine Ahnung, für was man sowas braucht. Ist mir auch scheißegal. Ich weiß, dass das Wasserflaschen sind. Aber warum leere vor allem? Hier, falls das Klo verstopft ist, könnt ihr da rein pinkeln. So, okay. Trotzdem ist noch irgendwo Müll. Ja, irgendwo ist gut. Etagenbett. Kommt jetzt auch gleich dran. Ich muss hier erstmal Platz schaffen. Und die Folge geht schon wieder 15 Minuten. Ja. So. Ein Etagenbett. Bap-badap-bap-bap-bap. Möbel. Bett. 0815 Bett kriegst du da rein. Ach nee, wartet mal, wir müssen ja bei hier Survival rein. Klopapier. Schön. Da. Bett. Dorthin. Hada. Induktionsherd Dings. Das haben wir auch hier drinne. Hoffe ich doch, dass das hier war. Nee, das ist natürlich wieder bei Elektrozeug. Ey, da kriegst du eine Krise. Einfach ein Tisch. Tisch. Möbel. Tisch. Einfacher Tisch. Willst du mich verarschen? Einfacher Tisch. Und Stuhl Ingolf. Ja. Stuhl Ingolf. Zwei Stück bitte. Einer dahin. Einer dahin. Fertig. 8000 kriegen wir. Aber wisst ihr was? Wir sind zu klant. In der nächsten Folge machen wir noch die Regale ordentlich. Und ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.